Hallo, ich bin's wieder, MK3, und heute schaue ich mir mal den Scharfschützen oder auch Sharpshooter an. Ja, der große Bruder von dem... Jetzt hätte ich fast wieder Reaver gesagt. Nein, Reaper natürlich. Okay. Wir haben eine bunte Truppe von leichten Mechs. Und zwei Scharfschützen schon mal mindestens. Das wird zumindest interessant. So, das kann man gleich schon mal zu den Waffen sagen. Rechts halt die Hauptbewaffnung, halt ein Scharfschützengewehr, was man am besten nur gesund benutzen sollte. Was aber dann richtig gut reinhaut. Und mit der anderen Seite haben wir eine Art, ja, Flak, also Schnellfeuerkanone, die auch ziemlich zielsicher fungiert, wenn man weit weg auf etwas schießt. Nahkampf geht das gut und wenn er weg, immer noch. Und eine schöne Animation finde ich gerade mit den Waffen, die immer abwechselnd abgefeuert werden. Gut, gehen wir mal los und gucken, ob wir überhaupt jemanden treffen mit dem Ding. Ja, immer diese... Oh, vorsichtig. Ja, spring vor mich. Ne, das klappt schon mal nicht gut. Oh, 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 ist ja neben mir. Wo wir übrigens gleich den Nachteil gesehen haben, sobald jemand dichter rankommt an einen, ist man nicht völlig wehrlos, aber es sieht schon schlechter aus. Gerade bei den, Waffen, die man später auch kriegen kann. So eine Art Semi-Scharfschützengewehr. Und dann schießt man wirklich so zup-zup und das war's dann erstmal. Aber solange man Distanz zu seinem Gegner halten kann, ist das alles eigentlich gar kein Problem. Was mache ich eigentlich gerade? Vielleicht sollte ich mal hier unten runtergehen. Gucken, wie das läuft. Ja, diese Sonderfähigkeit von dem ist... Oh nein, daneben geschossen. Das ist nicht gut. Das war eine blöde Idee. Das war einfach nur eine blöde Idee. Und die Gegner sehen das auch so, das ist eine blöde Idee, oder? Und machen mich erstmal kopfkürzer, oder? Komm ich da weg? Komm ich da weg? Vielleicht. Aber ich bleib sehe ich nicht lange ganz. Haben wir es geschafft, hochzubringen, dann sollte man auch irgendwie was tun. So, Spezialfähigkeit ist so eine Art, für ganz kurze Zeit macht man sehr viel mehr Schaden. Mal gucken, ob wir das hinkriegen bei irgendeinem, der sich zur Verfügung stellt, ein Gegner. Haut rein und... Batsch! Okay, das hat jetzt nicht wirklich 100% funktioniert, aber man sieht, glaube ich, den Effekt. Also für ganz kurze Zeit, die ersten 2-3 Schüsse oder so, macht man richtig bösen Schaden. Und danach wird es ein bisschen uninteressant. Beziehungsweise dann hat man wieder den, ich sag mal, generischen Standardschaden. Ja, könnte man so nennen. Also momentan töte ich eigentlich niemanden, sondern ich schieße mehr oder weniger immer nur... Ah, jetzt, das hat doch mal geklappt, endlich. Ja, am besten, man kämpft wirklich nur reingezoomt mit ihm hier, weil ungezoomt kann man wirklich nur die linke Waffe effektiv benutzen. Weil da kann man immer schön draufhalten und rumschießen. Und nicht treffen. Ups! Oh, 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 weg, 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 weg. Oh, weg. Also Frontmech ist er wirklich nicht. Aber wenn man erst beim Fernkampf bleiben kann und die Gegner vielleicht dann nicht allesamt beschießen, dann... Oh, wo sind sie hin? Dann kann man wirklich richtig gut auspacken mit ihm hier. Gerade vor allem, wenn die Gegner nicht gerade so damit denken, dass jetzt gerade von hinten Schuss angeflogen kommt, dann wird es ziemlich bitter für die meisten. Quatsch. Quatsch. Wunderbar. Ah, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Wen haben wir da hinten noch stehen? War da nicht jemand? Spezialfähigkeit wieder da, mal gucken. Quatsch. Ah. Hat getroffen, aber so, ne. Ein Schaden. Oh, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Den kriegen wir, bevor es sich reparieren kann. Ja, kriegen wir. Jetzt werde ich selber dafür umgebracht. Oh, weg. Oh, weg, 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 weg. Gerade zum Hit-and-Run-Mäßigkeit, also hier zum schnell hin und weg, ist er nicht unbedingt der Beste, aber, sagen wir so, von den ganzen Sniper macht er schon am allermeisten an Schaden. Zumindest habe ich den Eindruck gewonnen, weil ich den Reaper jetzt auch ein bisschen mal gespielt habe. Ja.
Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Läuft, läuft. Genau, geh vor. Geh du vor, ich, genau, ich schieße von hier oben runter. Oh. Habe ich nicht irgendwas an Spezialwaffen dabei? Ah ja, ich habe eine Treibladung mit irgendwie mehr geholt. Das könnte was bringen. Quatsch. Ich muss einfach ein bisschen Lebenspunkte hier so. Oh, da steht. Oh, da kommt Treppe raus. Nein, nein, nein. Oh. Oh. Jetzt müsste mir einem Predator in den Rücken fallen, mich einmal kaputt schießen. Aber. Da aus, ich habe Glück gehabt. Und ich vergesse natürlich ständig die Spezialfähigkeit zu benutzen von ihm hier, weil die halt nur einmal ganz kurz ist und dann... Aber wenn man das benutzt, dann kann man in sehr kurzer auch richtig guten Schaden machen. Also ist jetzt nicht so, dass man... Oh. Oh, überhitzt, das ist nicht gut. Bist du verfolgt, Junge? Was ist da bloß? Das war jetzt gerade nicht so schlau. Aber trotzdem geschafft. Schnell, Verbindung mit dem Orb ein bisschen reparieren, dann geht's schnell. Und es geht wieder los. Noch 7 Sekunden, 6. Gleich kann ich wieder den Special reinhauen, das sollte ich auch tun. Indem den Gegner unseren Leuten vielleicht nicht ständig im Weg stehen. Oh, oh, das wird zu eng, das wird zu eng. Oh, nein, 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 nein. Wobei das hier, wenn man mal auf der Karte ist, kleiner Tipp, niemals dahin stellen, wo ich jetzt gerade stehe. Das kann man mal machen zum Reparieren. Aber wenn man das zu dritt tut, wie ihr schon gesehen habt mal, und dann an die Wand guckt, kriegt man niemanden erschossen damit. Das ist einfach nur blöd, eigentlich. Ups. Treibladung hinter mir, hoch am Hochgehen, das ist nicht gut. Hm. Ich kriege auch wirklich nicht getroffen dahin gerade. Ich bin eher bewegt zu sein, das ist super. Hm? Aber es sieht gar nicht so verkehrt aus. Und dies? Oh, ich war in der Bubble. Oh, ich war in der Bubble. Oh, Gott, drin bleiben. Ein bisschen rausgehen, schießen und zurückgehen. Hehe. Oh, oh, oh. Und dann weggeknallt werden, wenn man nicht aufpasst, dass sie schon lange weg ist. Naja, gut. Kann, wie ich schon oft sage, nicht unbedingt alles immer haben, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Hm. War ich ein bisschen spät? Oh, dann gehe ich mal hier hoch. Vorsicht. Fehler, aber das Ding hat mich glücklicherweise nicht erwischt. Nope. Niemand beschießt mich da. Ist das ein gegnerischer Scharfschütze? Bestimmt. Okay, willst du nach vorne gehen, gucken gehen? Mach ruhig. Hehe. Ich krieg ihn bestimmt nicht tot, weil da hinten sehe ich einen Techniker in dem hängt, aber ich kann ja trotzdem ein bisschen drauf schießen. Oh, shit. Oh, shit, weg. Weg, 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 weg. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das glaube ich genau zu den Typen, die eh schon angeschlagen sind. Das hätte ich mit denen zusammen zusammengeschossen, womöglich. Mit denen zusammen zusammengeschossen, das ist eine Wortschöpfung. So, Special rein, bam. Oh, 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 Raketen. Oh, viel, 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 viel zu viel. Ja, doof. Oh, hab ich den noch erwischt? Hab ich ihn noch erwischt? Ja, ich habe zumindest ihn so weit angeschossen, dass er jetzt zerblasen werden kann. Nicht gut, aber ausbaufähig. Ja. Achso, die Standardsache übrigens mit einem Item, was ich auch mal vielleicht kurz andeuten könnte. Man kann das hier hinstellen. Schwupps. Oh. Schwupps. Eine Illusion. Also, was ich schon öfter mal angemeint hat, dass der ist ja gar nicht echt. Genau das ist das. Leute können jetzt auf ihn draufschießen, können ihn sogar als Ziel aufschalten, aber die Dinger fliegen alle durch, weil bin ja nicht ich.
Witzige ist, wenn man sich reparieren würde, würde es sich auch hinhocken. Dass es so aussieht, als ob er wirklich repariert worden wäre. Na, das ist nicht gut. Das ist alles nicht so gut. Das ist. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen egal, weil wir ein paar Sekunden noch haben. Oh, so. Wirklich direkt in der Sekunde dann schon aufgeht, geht ja nicht. Und ich das selber. Lauf durch. Ja, das ist also der Scharfschütze. Ja, relativ zielgenaue Waffen und aufbaubaren Schuss ist der schon. Oh! Der Levin ist er halt ziemlich gut. Also er macht genau das, was man denkt, was er tut. Ich meine, weit hinten stehen und richtig viel Aua machen aus dem Fernkampf. Sobald ein Nahkampf kommt, ist er zwar Jachtwurst, wie man so schön sagt, aber dann. Ansonsten. Ja. Nice. Schönes Ding. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Abschießer jetzt gewesen bin, aber ich habe wenigstens überlebt. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, richtig viel Erfahrung gibt es da noch. Wegen dem Wochenende, was bald vorbei ist. Okay, das war's dann wieder von mir. Oh, fast. Was kriege ich als nächstes? Ach, ich kriege eh nur Mittelparty Elite. Na gut. So, das war's erstmal von mir wieder und wir sehen uns im nächsten Test Drive. Und tschüss.